Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und weiter geht's wieder in Workers and Resources. Hallöchen. Ja, wir sehen jetzt hier die Baustelle für unser Lager vor dem Kernkraftwerk. Und da hatte ich in der letzten Folge ja ein bisschen gekämpft mit Stau und der Tankstelle hier. Und der Tanker hat ja gerade was abgeliefert. Ah, der hat ja gerade Treibstoff abgeliefert, ist dann hier vorgefahren und hat dann festgestellt, ups, dass den Treibstoff, den ich hier gerade reingefüllt habe aus meinem großen Tank, muss ich doch gerade mal in meinen kleinen Tank umfüllen. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wir hatten hier in der letzten Folge dann auch die erste Stromleitung hingelegt und ganz stolz den Transformator hingesetzt. Aber die Parteileitung hat natürlich mal wieder die entsprechenden Pläne zu spät ausgelegt. Das eigentliche Problem ist mit dem Transformator natürlich nicht gelöst. Und damit die Gebäude hier dann auch Strom bekommen, brauchen wir natürlich ein Umspannwerk. Das setzen wir mir mal so in die Mitte rein. Wird ja nicht viel Strom benötigt hier. Und was wir natürlich komplett vergessen haben, das Wichtige, warum wir hier überhaupt Strom so früh brauchen, nämlich eine richtige Tankstelle. Und jetzt wollte ich eigentlich dieses Umspannwerk die Kiesstraße löschen, aber eben hat es mich nicht gelässt. Durfte ich es nicht löschen, so rum. Weil eigentlich ein Feldweg hier ausreicht. Dann können wir nämlich das Umspannwerk direkt bauen. Und dann noch eine Stromleitung. So, und dann können wir hier die Tankstelle hinsetzen. Dann nehmen wir wieder wie üblich unsere Minol-Tankstelle. Und dann haben wir dann auch eine richtige Tankstelle mit ordentlichem Vorräten, die dann nicht mehr so schnell leer wird wie die andere kostenlose Tankstelle. So, das soll aber Kies werden, denke ich. Also ist das eigentlich ein guter Platz? Muss man kurz nachdenken. Also das ist natürlich jetzt am Anfang wäre das ein guter Platz, weil es relativ nah hier an dieser Behelfsbrücke ist. Allerdings für später wäre hier in der Richtung ein besserer Platz, weil in Zukunft der Verkehr natürlich eher hier stattfindet. Richtung Henningsdorf dann. Da ja hier die Straßen auch schon fertig sind, dann setzen wir es vielleicht mal hier hin. So, auch hier ein bisschen reinschieben, damit die Straßen ein bisschen länger werden und ein bisschen Stau vertragen können. Gut, dann baut das bitte mal da. So, dann hatten wir in der letzten Folge am Ende dann festgestellt, dass eigentlich unsere Elektrifizierungsarbeiten hier fertig sind. Das habe ich ja gerade gesehen. Die Züge können offensichtlich wieder langfahren. Die Signalisierung ist allerdings noch fragwürdig, weil ich für die Bauarbeiten die ganzen Signale gelöscht habe. Deshalb muss der Zug hier warten, bis ganz, ganz hinten in Eisenhüttenstadt der Zug dann durch ist. Und deshalb messen wir hier mal die Signale nachträglich nach. Und was ich leider vergessen habe, stelle ich gerade fest. Ich hatte noch ein Problem mit der Elektrifizierung gefunden. Wie ihr hier seht, es sind hier überall noch gelbe Warnschilder, dass die Strecke zwar elektrifiziert ist, aber der Strom fehlt. Obwohl eigentlich alles fertig sein sollte. Und ich wollte es mir eigentlich angucken, aber ich habe es dann leider vergessen. Das machen wir dann jetzt mal schnell hier mit mittendrin und vielleicht fixen wir das dann auch mit Hobeln. Vielleicht gibt es hier ein Zwischenstück, was nicht elektrifiziert ist, ein kleines. Kann das sein? Das ist tatsächlich so. 5 Meter. okay, das baue ich jetzt mal wirklich mit Hobeln. Dafür fährt jetzt kein Wagen nochmal raus, Zug, meinte ich. So, jetzt ist die gelbe Warnung gehört zu dem Gleis, was hier abzweigt. Das ist alles korrekt.
Hier fehlt aber wieder was, oder? Kann das sein? Was hat denn die Plankommission hier gemacht? Nee. Das ist korrekt. Trotzdem gibt es hier eine Warnung. Und es ist kein Strom drauf. Nee, neu bauen will ich nicht. Ich kann hier nicht elektrifizieren. Okay, kleine Pause einlegen. Ich reiß die Schiene hier mal ab. Und baue die mal neu mit Rubeln. Vielleicht ist irgendein Fehler in den Schienen drin. Vielleicht hat der Arbeiter, der die Schienen hier gegossen hat, früh morgens schlechte Laune gehabt. Oder schlechten Sex in der Nacht, kann ja auch sein. So. Hier fehlt es aber weiterhin. Und da auch. Moment. Habe ich es gar nicht gefixt eben hier? Nochmal probieren. Jetzt ist in Ordnung. Da hinten sind aber weiter Warnmeldungen. Aber hier wieder 5 Meter fehlen. Was ist denn passiert hier? Hier fehlen auch 5 Meter. Okay, die Warnmeldungen, die sind eh Quatsch. Hier ist nichts elektrifiziert. Die Weiche kommt eh gleich weg. Das können wir ignorieren. Hier hinten ist aber alles in Ordnung. So. Gut, dann können wir jetzt die Weiche hier wegmachen. Wir lassen den Zug erstmal durchfahren. Moment. So. Dann sind auch die Warnungen weg. Sehr gut. Und dann können wir hier die Signale ein bisschen näher ranführen. So. Und so. Und so. Okay, die beiden können weg. So, dann kann die Pause raus. Das Ausfahrtssignal kann ein bisschen näher ran hier. Dann kann das da weg. So, innerhalb des Blocks. Die Signale, also rechts ist ja das Einfahrtsgleis, links ist das Ausfahrtsgleis. Da gehören noch ein paar Signale mitten rein. Das wird ein Einrichtungssignal. Warum haben wir jetzt hier einen orangen Abschnitt? Ah, weil hier noch ein Signal hin kann. Genau. So. Genau. Die Signale können auch Einrichtungen sein. Genau wie das. Ein paar Zwischensignale. So, damit ist die Elektrifizierung nach Eisenhüttenstadt tatsächlich fertig. Es hat unglaublich lange gedauert. Ich habe keine Ahnung, warum das Eisenbahnbauamt tatsächlich so lange gebraucht hat, da in Spremberg. Ich weiß nicht, ob die später anfangen zu frühstücken oder so. Aber wir können jetzt tatsächlich unsere Passagierzüge bis nach Eisenhüttenstadt durchschicken. Und ein paar mehr Züge auf die Schienen setzen. Das werden wir gleich mal machen. Hier fehlen wir, können wir noch die Verbindung wiederherstellen, die wir eben gelöscht haben. Und dann sind wir hier fertig.
So, heißt diese Züge, welche Linie ist das? S100. So, die fahren jetzt von Radeberg nach Rüdersdorf. Oh, die hätten schon lange nach Lubmin fahren können eigentlich. Fällt mir gerade mal auf. Okay, aber das können wir ja dann jetzt mitmachen. Also Radeberg, Rüdersdorf. Dann fahren sie nach Eisenhüttenstadt. Und das scheint zu funktionieren. Dann fahren sie wieder nach Rüdersdorf. Und dann geht's nach Radeberg. Und dann geht's tatsächlich nach Lubmin. Ah, und ich sehe gerade, das geht nicht. Ha! Weil hier die Gleise ins Nichts führen. Okay, gut. Deshalb haben wir das auch noch nicht angeschlossen. Ah, das ist ja doof. Ich habe doof gebaut. Moment, das müssen wir natürlich speichern. Aber dann kann die letzte Radebergstation dann wieder raus. Das wäre ja Quatsch. So. Es sind natürlich da nur zwei Züge drauf, wenn ich das richtig sehe. S100 hat vier Stationen und zwei Fahrzeuge. Genau, die müssen wir dann mal gleich erweitern. So, was machen wir jetzt mit diesen Schienen hier? Ach nee, ist ja Quatsch. Das geht ja doch. Na klar, die können, wenn sie hier reinkommen, dann fahren sie dann hier drauf. Und dann Richtung Lubmin. Ach. Okay, S100 bitte nochmal. Also, die letzte Station war aus Rudersdorf, dann kommt nochmal Radeberg. Und dann kommt Lubmin. So, die brauchen hier allerdings jetzt eine Weiche. Die ist da. Hier wäre auch noch eine Weiche. Irgendwann werden wir hier hinten... Oh, wir haben schon die Gleise recht weit gebaut. Okay, wenn wir irgendwann mal hier die Grenzstation angeschlossen haben, werden wir hier auch noch mal ein Wendegleis hinlegen. Das ist aber noch nicht da, deshalb brauchen wir da eine Weiche. Das haben wir aber. So, und dann hält er in Lubmin und fährt nach Radeberg zurück. Das müsste so funktionieren. So, und vor x Millionen Jahren haben wir schon mal angefangen, hier in diesem Depot ein paar Wagen anzuhäufen. Das sind jetzt genug Wagen, glaube ich, für drei Züge. Hatten wir vier Anhänger oder drei normalerweise? Drei. Wir haben neun. Für drei Züge reicht das. Das ist gut. Oh, und unsere Tunnelbaumaschine wartet zu lange. Warum? Die Tunnelbaumaschine will zurück. Dann beamen wir dich zurück. Okay, du findest aber gerade zurück. Von selbst. Okay, ein bisschen merkwürdig, aber es sei es wie es sei. So, wir brauchen drei neue Loks. Und welche Loks hatten wir denn den Passagierzügen gegeben? Da muss ich nochmal nachschauen. Wo haben wir denn jetzt hier so einen Zug? Es sind aktuell ja nur zwei Züge unterwegs. Deshalb ist das vielleicht ein bisschen schwierig jetzt zu finden. Hier. CH52T. Finden wir das Ding? Elox. CH52T. Das müsste der hier sein. Okay, nehmen wir drei Stück davon. Und dann können wir wieder Pause rausnehmen. Jeweils drei Waggons. Und dann können wir hier die der Linie zuweisen. Und
dann dürft ihr auch losfahren. So, dann warten wir mal kurz, dass sie ein bisschen Abstand gewinnen dazwischen. Wir haben nämlich keine Endstation hier dazwischen gebaut, sodass keine automatische Linienabstand existiert. Man gibt ja auch bei den... Oh, hier gibt es ein Problem. Es gibt bei den Zuglinien auch keinen Haken, den man anhaken kann. Automatische Abstände. Das würde nur mit den Zugendstationen gehen, die haben wir aber nicht. So, was hast du jetzt hier für ein Problem? Du stehst hier auf diesem Gleis und willst nach Eisenhüttenstadt. Ja, das Problem ist, dass du von diesem Gleis natürlich nicht mehr hinkommst. Sorry, der Zug hätte auf dem linken Gleis bleiben müssen. Moment, in welche Richtung stehst du gerade? In welche Richtung guckst du? In diese Richtung. Wir versuchen ihn mal hier über diese Weiche drüber zu bekommen. Dann drehen wir ihn um und schicken ihn dann nach Eisenhüttenstadt. Also, fahr jetzt bitte mal nach Radeberg, das müsste gehen. Und wenn er dann... Nein! Ah doch, das geht trotzdem. Dann müssen wir aber hier das Signal einmal kurz zwei Wege setzen. So, jetzt fahr bitte nach Eisenhüttenstadt. Und dreh bitte um. Dreh bitte um. Okay, und dann können wir die Leiche jetzt hier auch wegnehmen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Oh, oh. Das war ein bisschen zu viel. Moment. Nur am Cheaten hier heute. Ups, das war... War nicht elektrifiziert. Wie sind die Signale? So sieht's gut aus, denke ich. Ja. So, und dann können wir auch den nächsten Zug aus dem Depot losschicken. Wo ist es da? So, dann haben wir heute in dieser Folge dann zwei Premieren, nämlich die Einfahrt des ersten Passagierzuges in Eisenhüttenstadt. Warten da überhaupt Passagiere? Weiß ich gar nicht. Hier sind wir in Eisenhüttenstadt. Warten keine, weil ich es natürlich auch ausgestellt habe. Machen wir mal wieder an. In der Zeit kommt vermutlich niemand. Aber hier ist der erste Zug, der in Eisenhüttenstadt einfährt. Herzlich willkommen. Es gibt zwar eine Ankunft in einem trostlosen, leeren Bahnhof, aber leider hat den Eisenhüttenstadt hat man zu spät Bescheid gesagt, dass hier Leute ankommen können. Aber die Rüdersdorfer sind hier ganz zahlreich erschienen und erfreuen sich jetzt an den kulturellen Besonderheiten von Eisenhüttenstadt. Oder sie wollen hier in die Uni gehen, das kann auch sein. Vermutlich eher die Uni. Oder? Ja, genau. Ja, ganz fleißige sozialistische Einwohner von Rüdersdorf. Sehr gut. Und das gleiche ist vermutlich schon in Lubmin passiert. Gehe ich mal von aus. Kann da jemand aktuell warten? Weiß ich gar nicht. Auch da hat man leider nicht Bescheid gesagt, dem örtlichen Bürgermeister. Und deshalb werden da vermutlich auch fleißige Einkaufstouristen aus Radeberg kommen. Denn in Radeberg gibt es eigentlich eine Uni. Da werden wohl weniger Leute oder Studenten einsteigen in Radeberg, wenn dann mal der erste Zug kommt. Bisher sehen wir nur Bauzüge. Aber ich bin sicher, dem Bürgermeister wird es schon auffallen, wenn der Bahnhof zum ersten Mal benutzt wird.
Gut, die Chemieanlagen in Rüdersdorf, die hatten wir hier großflächig angefangen zu bauen. Mittlerweile gibt es auch großflächige Erdarbeiten für die ganzen Wasserrohre. Die Arbeiten laufen zum Großteil. Die Straßen hier drin sind fertig. Das ist schon mal sehr gut. Wir können dann hier weitere Aufträge vergeben. Hier fehlen noch Gehwege. Die müssen wir mal nachplanen. So. Hier hinten die Straße ist auch gefunden worden. Automatisch. Gut. So, der Bahnhof. Das Lager ist fertig. Oh. Ah, hier bauen nur die Hubschrauber bisher, weil hier mal wieder Gehweganschlüsse nicht vergessen, aber mit Absicht sollten die später gelegt werden, damit die Bauarbeiten für die Straßenbahn ungestört laufen. Deshalb müssen sie jetzt hier nachgezogen werden. Und da können wir dann die Chance ja auch nutzen, um den Turm hier anzuschließen für die Fließbänder. Ach, es sind zwei Türme. Ah, okay. Wie kriegen wir den zweiten angeschlossen? Kriegen wir hier irgendwas durch? Hier vielleicht? Das ist dumm. Müssen wir mit Tunneln arbeiten, eventuell? Sieht so aus. Das ist ja doof. Ja, da müssen wir tatsächlich mit dem Fußgängertunnel arbeiten, sonst kriegen wir das nicht gebaut. Weil über die Industrieverbindung kriegt man... Wir könnten auch eine Fußgängerbrücke machen, das geht natürlich auch. Ups, ich habe Rubelbau noch an. Ach, stimmt. Und die Brücke ist zu tief. Ich muss sie gleich wieder abreißen. Okay. Dann nehmen wir mal hier das Versatzstück. Oh, das kriegen wir gar nicht hier rein, oder? Oh. Müssen wir doch noch im Tunnel arbeiten. Zumindest mal der Tunnel war eben platzierbar. Achso, Moment. Die Baufahrzeuge können ja nicht über Tunnel fahren. Oh. Ja, dann geht das nur, indem man wieder hier die Fließbänder wieder abreißt, den Tunnel, den geplanten Tunnel wegnimmt. Dann hat man Platz, hier den Gehweg reinzubekommen und dann können wir diesen Turm bauen. Ja, so, dann geht's nur so. Ja, wir brauchen hier den Zugang nur für die Baufahrzeuge. Und Baufahrzeuge können keine Brücken fahren und können auch keinen Tunnel fahren. Und wenn wir hier keine Gehwege durchbekommen, dann müssen wir die alle abreißen. Aber es sieht nicht so aus, ob wenn es hier geht. Nee. Ja, dann der Turm nochmal weg. Dann können wir hier den Zugang legen, das bauen. Und dann setzen wir den Turm nochmal später. Aber nur ein Problem, wenn der Turm dann brennt. Ja, dann können wir hier kein Feuer löschen. Ich meine, die Türme brennen selten, aber sie brennen schon. Sie können brennen. Okay, das heißt, jetzt können wir den hier beauftragen. Gut. So, und weil die fleißigen Gleisbauarbeiter in Spremberg so fleißig waren mit der Elektrifizierung,
Dann könnt ihr jetzt hier aber auch anfangen, die Gleise, die Zugänge zu der Chemieanlage zu bauen. Das andere Bauamt in Radeberg möchte ich damit nicht beauftragen. Die haben ja immer noch Aufgaben für das Atomkraftwerk und die Atomindustrie. Da laufen noch Aufgaben und deshalb wäre das sicher ein bisschen überfordernd. Und jetzt frage ich mich allerdings, warum das hier nicht gefunden wird, während das problemlos gefunden wird. Genauso. Okay, nee, das wird gefunden. Ja, aber um hier hinzufahren, müssen sie die große Schleife drehen. Ja, ist mir jetzt aber auch wurscht. Okay, dann fangen erstmal die beiden Stücke an. Im Zweifel kommt man dann am Ende hier wieder raus. Wenn hier hinten alles gebaut wurde, dann kommen sie hier auf jeden Fall wieder hin. Ich weiß nicht, warum sie das nicht finden. Vielleicht wegen den Signalen, dass sie da nicht wenden können. Berechnet das mit. Weil, um da hinzukommen, müssen sie wenden. Ah, jetzt findet das. Ja, genau. Okay, dann berechnet ihr das mit. Auch erstaunlich. Okay. So, und liebes Eisenbahnbauamt, ich glaube, du hast noch eine Tunnelbohrmaschine, wenn mich nicht alles täuscht. Die wird aber schon seit Ewigkeit nicht mehr verwendet. Und die verschenken wir jetzt einem kommunistischen Bruderland. Das gibt uns sogar Geld dafür. Und wir kaufen hier nochmal so eine Gleisbaumaschine. So. Ja, und wer sich fragt, warum ich die Züge jetzt direkt in den Depots gekauft habe, ich habe es leider vergessen, den realistischen Bonus wieder anzustellen. Aber das ist ja nun nicht entscheidend, ob die jetzt von der Grenze hinfahren oder nicht. So, damit sind eigentlich alle Sachen hier für... Was? Ich wollte sagen, damit sind alle Sachen für die Chemieanlagen jetzt durchaus beauftragt. Und diese Förderstraße hier, die wurde eben fertig gebaut. Die haben wir eben erst beauftragt. So schnell. Die war eben erst grün geworden. Ach, Moment, nee, die kann auch grün geworden sein von dieser Seite aus. Okay, das wird vermutlich eher der Fall sein, dass von diesem Gebäude in die Richtung gebaut wurde. Okay. Aber der Rest ist alles beauftragt jetzt. Hier fehlt noch ein Gehweg, glaube ich. Ja. Und da auch. Genauso wie hier. Da. So spannend. Okay. Hier gibt es noch ein paar Aufträge. Gut. Dann ist hier alles durch. Wie kann hier gebaut werden? Ah, ich weiß. Der Hubschrauber hat die Bauprojekte gefunden. in den Wohngebäuden hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir auch hier die Landzugänge legen und die ein paar Gehwege hier reinsetzen, damit auch die landgestützten LKWs die Bauaufträge finden können. Und dann bitte mal bauen hier.
So, in der Pause habe ich übrigens hier diese Schule mal deaktiviert. Die wurde nämlich fertiggestellt. Und hat im letzten Winter, als ich ja ohne euch war, tatsächlich ein paar Warnmeldungen gebracht, dass hier noch keine... dass hier zu kalt war. Zu dem Zeitpunkt war wohl der Wärmetauscher noch nicht fertig hier, den wir hier gesetzt haben. Das ist ja der zweite Wärmetauscher hier in Rudersdorf. Nur für diese Schule haben wir den gesetzt und ein paar Wohngebäude. Aber die Schule ist also auch schon fertig gewesen und hat aber aktuell keine Mitarbeiter. So, dann sind wir hier durch und auch mit der Folge sind wir wieder durch. Die Autobahnverbindung, die richtige, die langfristige nach Henningsdorf ist übrigens fast fertig. Wir sind bis hier hingekommen. Dieser Tunnelabschnitt muss noch die Hälfte fertiggestellt werden. Dann haben wir nur noch ein ganz kleines Stück. Und dann können wir tatsächlich anfangen mit Henningsdorf. Und im Übrigen habe ich mich jetzt tatsächlich dafür entschlossen, mit Henningsdorf in der Planung noch nicht anzufangen. Ich will erst noch abwarten, ob meine Versuche mit dem Spielstand am Wochenende klappen mit dem neuen Müll-Update. Denn Städte werden mit dem Müll-Update, wenn Müll tatsächlich aktiviert ist, werden die ein bisschen mehr Platz brauchen, weil die Container und die ganze Infrastruktur, um das alles zu lagern, ein bisschen Platz braucht. Und wir in unseren bisherigen Städten ein kleines Problem haben, das alles unterzubekommen. Und deshalb will ich Henningsdorf erst planen, wenn das ganze Müll-Feature dann auch aktiv ist, damit wir das dann entsprechend mitplanen können. Von daher passt das ganz gut, dass wir jetzt hier in diesem Moment, also nur noch ein paar wenige Folgen bräuchten wir für diese letzten Tunnelabschnitte. Und dann können wir anfangen, hier Henningsdorf zu planen, damit wir dann auch endlich mal unser Kernkraftwerk hier in Betrieb nehmen können. Gut, damit sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Macht's gut und tschüss.